Ja, die Laterne war stärker als ich. Oder als mein Fahrzeug. Ja, aber ich muss echt sagen, dieser kleine Käfer oder dieser kleine Smart hier oder Ding hier, das ist wunderschön. Ne? Also das weiß, das strahlt ja mal richtig. Ja, deswegen habe ich mir ihn, glaube ich, auch gekauft. Der hat so eine Ausstrahlung. Ja, haben Sie den mal in Tunnelbill geparkt? Wie bitte? Haben Sie den mal in Tschernobyl geparkt? In Tschernobyl? Ja. Nee. Na, wegen der Strahlung. Ich glaube, ich bin heute ein bisschen zu nah am Atomkraftwerk vorbeigefahren. Na, das meine ich ja. Das meine ich ja. Ja, das könnte gut auch sein. Ja. Sie haben nämlich auch so eine wirklich wunderschöne Ausstrahlung. Oder Sie stehen einfach nur im Licht. Das Licht blendet mich, glaube ich, etwas. Ja. Also wenn ich mich mal vorstellen dürfte. Ich bin der Herr Müller. Helmut, ne? Hallo, Herr Müller. Dienstnummer 007. Ich bin Medic. Also, falls Sie mal ein Problem haben, können Sie gerne zu mir kommen. Ins Krankenhaus. Da sind sehr viele schöne technische Geräte. Ne? Und die würden Ihnen dann helfen, falls Sie mal irgendein Problem haben, so. Oder einfach nur eine Routineuntersuchung wollen, ne? Ja, hört sich sehr gut an. Ja. Also ich bin der Herr Bergmann, Hendrik. Der Herr Bergmann, Hendrik, okay. Ja, Hendrik Berg, Entschuldigung. Ich hatte noch den Namen meiner Ex-Frau im Kopf. Ihre Ex-Frau heißt Hendrik? Den Nachnamen meine ich. Bergmann. Genau. Mann. Okay. Ja, das passt, ja. Ist ja okay. Ja. Selbst wenn sie auf einem anderen Ufer, so hergeschwommen sind. Das ist okay. Das ist okay. Ja. Aber alles gut. Ich meine, 2020, hallo, wenn das dann nicht okay wäre, dann würde ich mir eine Kugel geben. Das stimmt, ja. Ich meine, das sind ja auch nur Menschen. So ist es. So ist es. Ja. Tolerant muss man sein. Oh, ihr Auto brennt. Ah, ich hoffe, es regnet. Ui, Mann! Ui. Ich rufe mal die Feuerwehr. Ja. Was war denn nochmal die Nummer? Die könnte ich mir nie merken. Oh, das müsste doch die 911 sein. Na, das ist Polizei, glaube ich. Oh. Ich brauche die Feuerwehr. Ich hab. Ja, oder ich geh mal hin, ich puste mal. Ich puste mal. Ja, pusten Sie mal. Kräftig. Hä? Sehen Sie? Oh, das. Hat dir geholfen? Das haben sie jetzt aber gut gemacht. Ja. Da haben sie aber ordentlich Kraft in ihrer Lunge. Na, blasen muss man können. Ja, also. Okay. Wo waren wir denn stehen geblieben? Stimmt, das Wetter. Klarer Himmel, auf jeden Fall. Ja, leicht bewölkt. Klarer Himmel, aber leicht bewölkt, okay. Was? Ja. Ja. Hui, heile Witzka. Da war ich raus. Ja, also, wissen Sie was? Sie sind mir mega sympathisch, ne? Würden Sie mich mal eben zur Bank fahren? Ich muss Ihnen da mal was zeigen. Ja, das kann ich machen. Das wäre super. Das wäre auf jeden Fall wunderbar. Ich schneide mich mal an. Und den Motor, wenn Sie nicht wissen, wie der angeht, meist. Ja, ist schon an. So, ja, ne? Motor schreibt man mit M, ne? Ja.
Bei welcher Bank sind Sie denn? Commerzbank eigentlich, aber die gibt's ja nicht mehr, ich musste wechseln. Das ist ja Maze Bank, hier vorne gleich. Weiter rechts. Okay. Ja. Jetzt hier vorne. Ja. Hier, nicht so schnell. Nicht so, die Fließerbank. Ich dachte mehr so. Ich verwechsel die immer. Ja, ich bin gleich wieder da, okay? Ja. Ja, Mutti, gib mir mal Geld. Hallo, Mutti. Steck mir mal ein bisschen Geld ins... Piep. Na, der Herr, würden Sie mal blau steigen? Ja. Ich hab mal Mutti lieb nach Taschengeld gefragt. Steigen Sie mal blau. Ich muss Ihnen da mal was geben. Bitte? Steigen Sie mal bitte aus! Ich muss Ihnen mal was geben! So, oh, Entschuldigung wegen der Tür, ne? Ja. Was war das hier? Wie kann ich... Moment. Das System ist neu. System? Ja. Also ja, das Banksystem. Haben Sie das erhalten? Holen Sie mal in Ihr Portemonnaie. Nee, haben Sie nicht. Wie geht das? Ja. Oder wir machen es anders. Holen Sie mal bitte Ihr Telefon raus. Ich habe mir noch keins gekauft. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Dann steigen Sie mal als Beifahrer jetzt ein. Okay. Ja. Oh, ja, das Ding war sich geil. Moment mal, ich mach mal Radio ein, okay? Ja, machen Sie euch an. Oh, das ist ein bisschen laut. Ja, das ist gut. Ist das jetzt okay? Ja, voll in Ordnung. Super, das ist ja Paul Kalkfratze, Brennfratze, keine Ahnung. Auf jeden Fall Paul. Der ist gut. Ja, der Paul, der ist gut. Ja. Ah, au, au. Ui. Ach, verdammt. Ich habe meine Brille zu Hause vergessen. Ah, die also. Brauchen sie doch beim Fahren. Ja, eigentlich ja. Oh, Mist. Tut mir leid, Herr. Tut mir leid. Haben Sie Schmerzen? Ah, nee, mir geht's gut. Super. Dann. Was ist denn gerade? Ja, tut mir leid. Kommen Sie mal mit, bitte. Das ist mein Telefon. Ich gebe mir jetzt eben ein bisschen was. Da ist es schon vergessen. Telefon. Ja, das ist einmal hier bei dem Kollegen. Hier, Mr. Telekom. Geben Sie mal meinen werten Herrn in Telefon. Ja, hallo? Ich will ein Telefon. Ja. Er will ein Telefon, jetzt redet doch mal mit uns. Genau das. Geben Sie mal her jetzt. Was dauert denn das so lang? Guck mal eben weg, bitte. Guck eben Machen weg. Machen Sie dir mal ein bisschen Druck, bitte. Das ist ja... Nee. Machen wir anders. So. Schnapp dir das Telefon, schnell! Schnell, alles. Schnapp's dir! Das brauchst du nicht bar! Das kannst du von der Bank bezahlen! Oh. Ja! Okay. Sie nehmen jetzt das Geld an! Wo der ist Herr! Er jetzt? Nee, hier ist noch einer! Aber ich glaube, dem anderen geht's nicht so gut. Der schläft. Das ist wie mit meinem Goldfisch. Meine Mama hat mir gesagt, der ist nicht tot, der schläft. Also, der Herr schläft auch. Und Sie nehmen jetzt das Geld entgegen. So, los. Bitteschön. Und behalten das Trinkgeld.
Eine Tüte hätte ich gerne. Eine Tüte, Müller! Los! Hallo. Hier, nimm die Tüte. Danke. Schönen Tag noch! Los, schnell raus! Ich glaube, der hat Angst. Ja, glaube ich auch. Der hat sich auch eindeutig eingemacht. Ja. Ich glaube, so einen Überfall hat er noch nie gesehen. Puh, wir müssen schnell weg. Die Cops! Oh nein! Oh nein! So, dann. Ja. Das ist ein ganz schön modernes Handy. Ja, haben sie schon draußen? Ja. Super, dann gehen sie mal auf diesen, auf dieses zweite Feld da. Da ist ja dann irgendwo Bank. Ja. Wissen Sie Ihre Moment. Wo ist denn hier? Ich muss mal eben. Das ist. Können Sie mir Ihre ID sagen? Ihre Bankleitzahl? Bitte? Die steht da nicht. Wie bitte? Die steht da nicht in der App mit die drin. Die steht da nicht. Nein. Müsste ich vielleicht nochmal an den Automaten gehen. Kennen Sie Ihren Kontostand? Jetzigen. Ja. Na dann, wenn ich jetzt mal wild drauf losraten müsste, ist das die ID 17. Mal schauen, vielleicht liege ich ja richtig. Und da gebe ich Ihnen jetzt mal. So, schauen Sie mal nach. Haben Sie was bekommen? Das wäre ja überhaupt nicht nötig gewesen. Ich habe jetzt einfach mal Ihr Telefon gehackt, um an Ihre ID zu kommen. Ich hoffe, das war okay. Sie hatten ja einen Nutzen. 50.000. Das, vielen Dank, ey. Das wäre ja sowas von nicht nötig gewesen. No Problem, nein, doch. Sie brauchen Essen, Sie brauchen Trinken, Sie müssen leben. Und wenn Sie hier neu sind und schon so eine ultra heiße Karre haben, dann brauchen Sie noch ein bisschen Geld. Ja, das ist sehr nett von Ihnen. Ich meine, wenn ich jetzt ehrlich bin, von dem, was ich Ihnen gerade gegeben habe, habe ich 10-fache. Uiuiui. Ja, von daher juckt mich das nicht. Verdienen Sie so viel als Sanitäter? Nee, das wird mir einfach zugesteckt. In den letzten 2 Tagen. Och, hey, uiuiui. Herr Helmut, Sie sind's doch. Kommen Sie mal her. Geben Sie mir mal Ihre Bankleitzahl. Ich so, ja, okay. Herr Helmut, schauen Sie mal bitte drauf. Ich so, ich war geschockt. Ich war total geschockt. 300.000 mit einmal. Und der Tag zuvor, ne, auch nochmal 300.000 mit einmal Geschenk gekriegt, einfach nur, weil ich da war. Aber da scheinen Sie aber auch ein ganz sympathischer Typ zu sein. So sagt man, ne? Ich möchte mich ja jetzt nicht selbst loben. Ja, als Sanitäter kommen Sie bestimmt auch viel rum. Ja, na mal lernt da Leute kennen. Man möchte sie zwar nicht auf so eine Art und Weise kennenlernen, aber letztendlich sagen sie alle Danke und schönen Tag noch. Ja, das ist die Hauptsache. Ist halt nur ganz selten, dass ich mal einen Patienten verliere, ne? Also, das ist halt, wenn jemand verbrennt oder explodiert ist oder so, ich kann da nicht mehr machen. Da kam halt gestern einer rein, ne? Da ein Arm, da ein Bein, hier ein Rumpf. Ich könnte da nicht mehr flicken. Das geht nicht. Komplett auseinandergenommen. Komplett auseinander. Und der Tag zuvor, da kam ein anderer Kollege rein mit einem Typen und meinte, hier, beleb den mal. Ich guck mir den genauer an. Also so genau musste ich ja noch nicht mehr hingucken. Das war ein Häufchen Asche. Oi. Ich hab gesagt, hier, ich feg die Scheiße erstmal zusammen. Was bringst du mir hier Dreck mit? Also, naja, das waren, ja, Einsätze, das glauben sie gar nicht. Ja, das ist schwer vorzustellen, vorzustellen. Und was haben sie denn gedacht, was sie anfangen, so beruflich, ihr beruflicher Werdegang? Oh, das weiß ich noch nicht. Ich wollte hier jetzt erstmal ankommen, mir alles mal anschauen. Ha? Und dann mal schauen, wo mich der Weg hinführt. Naja, also, ich denke mal so, als Sanitäter wären sie vielleicht auch nicht verkehrt, wenn sie ein ordentlicher, legitimer, ehrlicher, legaler junger Mann sind. Also. Na, das ist halt ganz wichtig in dem Beruf.
Also ich weiß ja nicht, was Sie damit andeuten wollen, aber ich bin eigentlich ein sehr ordentlicher und nach Regeln lebender Mensch. Na, ich meine, ich will nicht andeuten, ne? Ich möchte jetzt nicht sagen, dass Sie auf der dunklen Seite der Macht sind, ne? Und immer mal ein Verbrechen begehen. Was? Die haben Kekse. Da muss man aufpassen. Ja, die haben vielleicht Kekse, aber die helle Seite der Macht, wir hier im Krankenhaus, wir können mal den Patienten auch ein paar Gummibärchen geben. Oh, Gummibärchen sind, das ist ja natürlich noch besser. Ja. Und ich kann Ihnen mal meinen netten Gummibärchenlieferant zeigen, wenn Sie wollen. Ja, den können Sie mir auch zeigen, also... Also das ist eigentlich schon eine ganz geheime Quelle, ne? Also das, da wir jetzt hier komplett allein sind, glaube ich, ne? Sagen Sie ihn einfach mal. Aber ja, das dürfen Sie auf keinen Fall weitererzählen, ne? Ich werde nichts verraten. Ich bin ein schweigendes Buch. Okay, gut. Sehr gut. Ich hoffe kein Malbuch, weil das versteht jeder. Nee, ich bin kein Malbuch. Gut. Oh, der andere Herr ist noch außer Dienst. Ja, der eine ist ja noch da. Ja, schau mal, Gummibärchen. Und das nur für 17 Dollar. Ich meine, da muss man doch zugreifen. Ja, dann nehme ich mir gleich mal ein paar mit. Ich nehme auch ein paar mit. Ich nehme ja 50 mit. Ja, das reicht. Aber was zu trinken noch? Ja, also... Erst ein paar Gummibärchen und dann noch eine schöne Cola. Oder noch eine Sprite. Die macht mich breit. Ja, und noch ein paar. Oh, Pfandflaschen. Oh ja, die kannst du hier abgeben. Aber sei gewarnt. Mein Chef, ne? Name ist jetzt erstmal unbekannt. Der sammelt die. Ne? Oh. Der hat da so einen Fetisch. Hat er mir mal verraten, so. Ganz im Vertrauen. Er hat einen Fetisch? Ja, in Pfandflaschen-Fetisch. Uiuiui. Das gibt's. Was macht er denn mit dem? Ja, ich weiß es nicht. Abgeben oder... Er steckt sie wohl gerne in den Automat rein, ne? Ja, ganz tief. Ganz tief. Also da manchmal steht er davor, nimmt so eine Pfandflasche, drückt sie rein, holt sie raus. Drückt sie rein, holt sie raus. Okay. Ja. Das... Oh. Da habe ich genug gehört. Ich guck mal ganz kurz. Sie schlafen immer noch, ne? Wie es dem geht. Ja, da schläft. Die Zigaretten sind ja ganz schön teuer hier. Na, mal gucken. Eine Packung 235 Dollar. Ey, wollen die meine Rente? Ich meine, die ich in naher Zukunft bekomme. Die wollen mich doch von die People. Na, eine Packung gönn ich mir. Ja, das dachte ich mir auch. Also eine Packung. Wenn die schon so edel sind, müssen ja mit Gold bestückt sein für den Preis. Na, das sind bestimmt Goldfield. Ist auch eine schöne Zigarettensorte. Ich dachte, die gibt's nur in Deutschland. Das ist nicht lokal begrenzt, also das ist regional begrenzt, Okay. Die gibt's überall. Die sind ja aus Gold. Sagt ja der Name. Aber jetzt habe ich ein Feuerzeug vergessen. Ich habe ein Feuerzeug, alles gut. Aber wir haben ja kaum noch Benzin drin in der Möhre. Wir müssen hier irgendwie mal Not halten. Wissen Sie, wo die Tanke ist? Also ich weiß ja, ich nicht. Ich weiß wo, aber es dauert halt. Ich hoffe, wir schaffen es noch hin. Na, nicht so. Ich hoffe, dass wir es schaffen. Verdammt. Ui. Rasante Action. Auf jeden Fall. Ja. Aber fast geschafft. Gib Gummi!
Sehen Sie es schon? Können Sie das Benzin schon riechen? Ja. Wir sind fast da. Schreit förmlich nach einer Zigarette. Ja, an der Tankstelle, neben der Zapfsäule. Natürlich. Und es hat Boom gemacht. Mensch, jetzt wäre er wieder so... Nein, ich kämpfe dagegen an. Willst du noch ein Stück näher ran? Ich weiß. Das sieht nicht so gut. Kleines Stück noch. Ey, das will mich verarschen. Das will mich doch verarschen. Nee. Oh, machen Sie den Leerlauf rein. Gut. Wir schieben. Ja. Ah, verdammte Axt und zugenäht und... Man kann ihn schieben. Der hätte noch ein bisschen kaputter sein müssen. Die Teile sind noch viel zu schwer, damit wir den schieben könnten. Nein, da reicht nicht ein Finger. Aber wir können es mal zusammen probieren. Versuch los. Was. Zwei Finger, los. Versuch es sozusagen. Ja. Und. No. Nee. Das schaffe ich nicht. Scheiße. Na, ich probier mal was. Den übelsten Trick. Oh, der Kanister ist leer. Was machen wir jetzt? Wir haben den leeren Kanister. Die Tankstelle ist da drüben. Was machen wir? Rüber, einfach laufen. Ach so. Stimmt. Oh, wo haben Sie denn den jetzt her? Ja, der stand da. Na dann los, tank mal voll. Ja. Ich weiß ja nicht, ob er gratis war, aber... Och, na ja. Ui. Aber sie sollten mal so richtig tagsüber kommen, ne? Also wenn sie heute Nachmittag noch da sind, oder heute Abend dann wieder, ne? Da geht hier richtig die Post ab, ne? Da sind dann hier übelste Raudis und übelste Noing und Juing und, ne? Da geht's hier richtig ab, ne? Uiuiui. Ich meine, wir sind jetzt ja echt nur zu zweit. Wird ja ziemlich gefährlich, oder nicht? Naja. Also manchmal ist das da überfüllt, ne? Da können keine anderen rein. So voll sind wir. Ne, nur mal so. Ja. Da sagt dann hier der am Flughafen, stopp. Nope. Du kommst nicht allein. Ja. Ja. Und wie kann man den jetzt fahren? Das Ding. Probieren Sie es aus. Ja. Na, bei mir. Nee, der fährt nur rückwärts. Bei mir. Und ich hab kein Geld mit. Er fährt nur rückwärts. Ja. Ich schau mal nach. Ja, machen Sie mal. Spiel mal ein bisschen mit der Gangschaltung. Sehen Sie? Oh, es passiert ja gar nichts. Sag ich ja. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Nee, rückwärts. Das geht nur rückwärts. Unglaublich. Ich muss mal ganz kurz nachgucken. Uiuiui. Ach, hier ist noch. Ja, ist ja gut. Hab nämlich gerade mal auf mein Handy geguckt, ob meine Handykamera noch läuft, aber die läuft noch. Ja, das ist ja gut. Ja, die überprüfe ich nämlich manchmal. Aber... Das ist das Schönste an dem Handy. Die Kamera? Ja. Die hat 900.000 Megapixel. Ui. Ja. Ich habe mir ein anderes Handy geholt als sie. Das ich habe mir etwas Besseres. Ich will jetzt nicht protzen, ne? So, ich protze zwar, aber ich will jetzt nicht protzen. Aber ne, das ist halt schon, ne, ein Schmuckstück. Das ja, muss mal kurz erwähnt sein, ja. So schön, ja. Ja. Aber ich habe dafür einen Vertrag an der Backe. Oh. Zwei Jahre. Da müssen sie aufpassen, dass sie sich nicht abziehen lassen. Ja, na, dann meint ihr, du zahlst jetzt jeden Monat 5.000, ne, für die nächsten zwei Jahre und da kannst du das Ding behalten dann nach in zwei Jahren. Ich so. 5.000? Ja, okay. Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. Schon viel Geld. Ja. Also, was wir hatten doch eigentlich vor, in der Zapfsäule eine zu rauchen. Wollen wir das mal machen? Ja, ich wollte mir gerade noch den Motor anschauen, kurz. Na, dann machen Sie das, vielleicht kriegen Sie den hin. Ja, ja. Ich zieh mal hier ein bisschen ran und da und. Ich steige mal noch eben kurz als Beifahrer ein, weil ich glaube, im Handschuhfach war noch ein bisschen Tabak, eine Hülse und eine Stoppmaschine. Da stoppe ich mir meine. Gucken Sie mal. Ja. Oh. Hier ist ja wirklich eine. Welch Zufall. Was ein Glück. Ja. Ah, da hat sich was gelockert. Eieiei. Eieiei. Oh. Oh. Oh, ganz, ganz schlecht. Oh, ah, das war ein bisschen heiß. Oh, ja, das sagen viele zu mir. Eieiei. Hm. Stellen Sie mal lieber die Heizung da drin ab. Das liegt an mir. Das liegt an mir. Glauben Sie mir. Dann sollten Sie vielleicht mal ein Eis essen, um sich runterzukühlen. Na, hören Sie mal. Das war ja auch mal eine schöne Anmache. Also wir können dann, wenn Sie wollen, dann scheißen wir auf das Fahrzeug. Wir gehen dann zusammen Eis essen. Also so war das jetzt nicht gemeint. Das war genauso gemeint. Sie wollen jetzt nur nicht dazu stehen. Weil sie denken, können meine, wir gerne essen, aber... Weil sie denken meine Handykameras an. Wie Homo? No Homo. Was für Homo? Ich hab... Nee, was? Also ich hab nichts gegen Schwule, aber schwul bin ich nicht. Ha. Ich hab mich auf das Eis schon gefreut. Ja, also ein Eis können wir ja trotzdem essen, wie gesagt. Ja, wir fangen langsam an, ne? Wir sollten uns langsam mal um unsere Zigarette kümmern. Stimmt. Ja. Die Zigarette danach. Oder davor. Sollen wir die Feuerwehr schon mal anrufen? Die wen? Die Feuerwehr. Ist denn da jemand im Dienst? Ja, das weiß ich nicht. Hier, ich gebe Ihnen mal Feuer. Holen Sie Ihre Lunte raus, damit ich sie anzünden kann. Ja, ja. Ja. Nehmen mal die Zigarette in den Mund, ja? Ja, nehmen Sie die in den Mund. Also nehmen Sie auch mal in den Mund die Zigarette. Smoke, ne? So hier. Nee, oder? Nehmen wir das hier. Smoke. Na dann, schmecken lassen, ne? Hier für Sie. Ja. Danke, danke. Ja, bitte. Ich stelle mich mal ein bisschen näher zu der Zapfsäule und guck mir die mal genauer an. Ah. Die Zapfsäule sieht nett aus, ne? Ja, ja. Hat eine schöne braune Hose an und ein weißes T-Shirt. Ja, was? Ach ja, die Zapfsäule. Ja, was passiert, wenn man da auf den Hebel ein bisschen drückt? Na, dann kommt die raus. Also dann kommt halt so eine Flüssigkeit raus. Ja, die können wir da dann nutzen, um die Zigaretten auszumachen. Ja, das könnten wir tun. Ja. Ja. So, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Was, das regnet? Ja. Auf welchen Trip sind Sie denn? Sehen Sie also, das nicht? Also bei mir regnet nicht. Uiuiui, ui, ui, was ist denn das für eine Zigarette? Haben Sie irgendwelche Substanzen da drin? Ich weiß nicht. Ich habe die da bei dem Lotto gekauft. Uiuiui. Ui, ui. Jetzt macht's aber runter. Gott. Sie sehen das wirklich nicht? Nee, nee. Oh Mann. Ich meine, die benebeln mich nur gerade mit ihrer komischen Zigarette so. Ich fühle mich irgendwie so passiv, aggressiv, passiv, frei, wie auch immer.
Irgendwas ist in Ihrer Zigarette. Irgendwas ist da drin. Ich glaube, ich sollte. Ich mach die mal aus hier. Aber es ist doch meine Zigarette. Ja, oh, ich muss mich mal sein. Kurz hier. Oh. Jetzt wird mir ein bisschen schwindelig. Na, ich helfe Ihnen mal. Ja, gucken Sie mal, also. Uiuiui. Gucken wir mal, was haben wir? Ja. Einfluss von Substanzen irgendwie hier so, ne? So. Ja. Ich habe mal kurz eine Blutuntersuchung gemacht, so einen Blutschnelltest, den habe ich immer einstecken. Ach, ja. So ein ganz komisches Hobby. Und da zeigt mir an, sie haben irgendwas Indus. Aber was? Ja. Ich aber auch. Keine Sorge. Macht aber nichts. Uiuiui. Hoffentlich überleben wir das. Es bleibt unter uns. Unser kleines Geheimnis. Ja. Und jetzt gehen wir Eis essen. Gehen wir ein Eis essen? Ja. Sie fahren? Ja, wir müssen laufen. Oh, ja. Oh, schon vergessen? Ja, das liegt am Marihuana, ey. Ich meine an der Zigarette. Ja. Da ist man halt ein bisschen vergesslich. Apropos Marihuana. Ja. Sie als Arzt können doch bestimmt Rezepte ausstellen. Ja, kann ich. Gibt's ja auch so Apotheken. Ja, in unserem Krankenhaus haben wir auch eine kleine Apotheke. Ich hab den Leuten schon, das klingt jetzt seltsam und sie werden vielleicht lachen, aber ich hab den Leuten auch schon eine kleine Arschsalbe verschrieben. Ne? Die hatten eine ganz komische Verletzung. Da dachte ich erst, die haben ein zweites Arschloch. Hatten sie aber nicht. Hört sich sehr nach Hämorrhoiden an. Ja, das war eigentlich eine Schusswunde, die hat sich so entzündet, da brauchte dann eine spezielle Salbe. Die hat er jeden Tag drauf geklatscht und dann wurde es wieder gut. Hat jetzt ein zweites Arschloch. Naja, ist mittlerweile verheilt. Also er stuhlt nur noch aus einer Öffnung. Er stuhlt nur noch aus einer Öffnung. Okay. Das habe ich auch noch nicht gehört. Na, wir wollen es doch ganz legitim rüberbringen. Ja. Uiuiui. Oh Gott, ich habe quasi gegen die oberste Regel verstoßen. Nein, ich müsste mich jetzt selbst schlagen eigentlich. Ja, sie haben ja keine Namen genannt. Stimmt, stimmt. Stimmt. Also Datenschutz ist immer noch groß geschrieben. Stimmt. Oh Gott, ich hatte schon Sorgen. Scheiße, jetzt im Ernst. Fuck. Scheiße. Aber selbst wenn, ich hätte sie nicht verraten. Das möchte ich Ihnen auch schwer hoffen. War das... Oh. Was sind Sie denn für ein Mediziner? Die habe ich mal gefunden. Ich wollte sie schon längst abgeben, wirklich. Ja, sie schon sind längst. Wohl mehr der Sanitäter, ne? Nein. Sie verstehen mich da ganz falsch. Ich habe die wirklich, also... Die Sache ist die... Ich habe sehr viele Polizistenfreunde. Und die stecken die mir ganz gerne mal zu. So, und aber ich bin jemand, der greift halt nur zu einem Taser. Schlimmstenfalls, ne? Also, um mein eigenes Leben zu schützen. Aber ja. Das Ding, das ist halt völlig nutzlos in meinen Händen. Ich kann es gerade so mal tragen, aber nicht benutzen. Ja, wenn sie es benutzen, dann machen sie Schweizer Käse. Ja, da mache ich nicht nur Schweizer Käse, da mache ich ja Auflauf mit demjenigen Mädchen und das... Schaschlik. Nee. Ja, ja. Mit roter Soße. Mit der roter Soße, genau. Wo ist denn der Eismann? Der Eismann ist gleich hier vorne. Da gibt's auch Stühle, da gibt's Tische. Ich hoffe nur, die haben schon offen, weil wie spät haben wir es? 6.23 Uhr. Puh, das. Ja. Na, mal schauen. Zur Not, ne? Ausnahmsweise, wir sind eh ganz allein. Ne? Dann muss das wohl mal sein. Ich will nämlich eine Kugel Eis. Uiuiui. Ich wollte mit ihnen Eis essen gehen und das ziehen wir jetzt durch. Ob die da drüben wollen oder nicht.
So ist es. Wir machen das. Mir ist nämlich gerade etwas warm neben ihn. Ich muss mich abkühlen. Ui. Ja. Kaffeehaus. Ja, aber da gibt's auch Eis. Alles gut, alles gut. Ist das auch gut? Das ist auch gut. Also ich bin da manchmal. Also setzen Sie sich schon mal hin. Ich mache die Bestellung. Am besten setzen wir uns gleich da vorne hin. Hier. Oh, das wollte ich nicht. Stellen Sie sich einfach nur davor. Schauen Sie mal. So und da. Zack. Zack. Dann. Sitz. Share. Ja, und dann setzen Sie sich so ein bisschen auf den Stuhl, so, ne? Also ja. Ich bestelle in der Zeit Essen, okay? Toll! Jetzt ist ja zu! Aufmachen! Ich will Eis! Zwei Kugeln Bananensplit! Was wolltest du? Ein Bananensplit? Du wolltest auch ein Bananensplit? Ja, da können wir uns eins teilen. Ganz romantisch. Oh, ich freue mich, oh, ich freue mich. Hier! Bananensplit! Eine schöne große Schale, zwei Löffel! Hallo? Ey. Ich will Bananensplit! Nee, das macht jetzt hier so. Brett auf! Bananensplit! Haben Sie keine Angst, haben Sie keine Angst, alles gut, wir kriegen unser Eis. Ich will jetzt Bananensplit. Sofort! Aufmachen! Ey. Nee. Tut mir leid, mit Eis essen müssen wir auf heute Nachmittag warten. Dann machen wir das heute Mittag. Oder heute Mittag, sogar noch eher. Sie können es kaum erwarten, oder? Mit meinem Eis essen zu gehen. Ich würde es auch jetzt machen. Ich ja auch, aber es liegt an diesem Drecksladen! Hier, 1983, seitdem ist der Laden zu, oder was? Wahrscheinlich. Boah! Mann! Ah ja, hier können wir ein paar Pfandflaschen suchen, wenn wir wollen. So als kleinen Frei... Für den Chef. Ach! Stimmt, für meinen Chef. Na, der wird sich freuen, ja. Na, ich guck auch mal nach. Zwei Augen sehen immer besser. Hm. Oh. Also ich hab fünf gefunden und Sie? Ich hab eine gefunden. Ach, die können Sie behalten, die eine. Das ist okay. Ja. Die stelle ich mir irgendwann auf meinen Kamin, wenn ich einen hab. Na, das ist eine gute Idee. Aber dann sollte mein Chef sie nie besuchen kommen. Der hat da ganz schmutzige Gedanken. Ich glaub, den lasse ich bei mir nicht rein. Ja. Am Ende interessiert er sich mehr für andere Sachen als für die Flaschen. Ja, könnte sein. Soll ich Ihnen mal mein Fahrzeug zeigen? Mein allererstes? Ja. Da bin ich richtig stolz drauf. Damit bin ich hier rumgegurkt. Das war schön. Und werden jetzt hier eigentlich auch Autos hergeschifft? Hergeschifft, ja. Alles machbar. Ui. Aber da brauchen sie jetzt nicht hier diese Währung, also keine Dollar, sondern europäisches Geld oder glaube ich sogar Goldbarren, also ich weiß nicht, also so 15 war glaube ich der niedrigste Betrag. Das geht. Ui, also das ist, ne, aushaltbar. Ich meine, wenn man es jetzt mal so sieht. 15 für ein neues Fahrzeug, was dann irgendwann eingeschifft wird, was nur ihnen gehört, das ist unglaublich. Ja, das ist top. Ja, ich meine, hier im Laden zahlst du eine Million oder 2 Millionen oder 500.000 oder 200.000 und das andere nur 15. Also ja. 15, ne? Schon die Zahl, wenn man die, ne, sich auf der Zunge zergehen lässt.
Ja, hier. Schauen Sie mal. Na, wie finden Sie die Karre? Der ist schön. Der ist schön. Dankeschön. Ja, der hat was. Bisschen was Oldie-Times. Ja. Oh. So muss das. Ja, wollen Sie mal einsteigen? Ja, gerne. Na klar. Mal schauen. Oh je. Na, wir können ja mal, wenn Sie wollen. Sie sehen ja oben auf meinem Dach, ne? Das sind so drei Koffer. Wollen wir zum nächsten See fahren? Baden? Wenn das mit dem Eis nicht geklappt hat. Da kühlen wir uns da ab. Ich habe da oben drauf noch viele, viele Badehosen und so. Noch eine Reserve-Badehose und so. Wenn Sie wollen. Ich mache mir da aber ein wenig Sorgen wegen meinen Halluzinationen mit dem Regen. Ach so. Für mich regnet es immer noch. Also für mich geht gerade hier die Sonne auf. Ne? Wir fahren in den Sonnenaufgang. Das ist ja, total romantisch. Das sieht sehr schön aus. Ich meine, wie gesagt, Handykamera habe ich gerade da und so. Und ich kann sie ja mal irgendwann zukommen lassen. Ich mache gerade hier schöne Fotos und oh, ist das schön. Die können Sie mir dann gerne schicken, ja? Ja, mache ich. Auf jeden Fall. Sehr nett, sehr nett. Die Frage ist jetzt nur, wie kommen wir hier hoch? Ich war hier noch nie. Ja, da fragen Sie mich was. Ich sehe die Gegend das erste Mal. Ach, ich fahr jetzt mal Vollgas, wir sind ganz allein. Die Cops kriegen mich eh nicht. Uiuiui, da steckt ja ordentlich Power drin. Da steckt, wenn Sie wüssten. Ja, jetzt gehe ich mal voll aufs Gas. Ui. Aber wo fahre ich eigentlich hin? Ich wollte doch zum nächsten See fahren. Der Mann. Wo war denn der? Ah, vor mir hin. Da ist ein Leuchtturm. Okay. Ja, oder wollen sie irgendwo anders hin? Das ist auch vollkommen in Ordnung. Der Leuchtturm. Ja, dann sehe ich den mal. Kann ich ein paar Fotos machen? Können Sie auf jeden Fall machen, das ist das. Ne? Können wir uns eigentlich schon duzen? Wir haben ja auch schon den Namen und so. Und, ja, können wir gerne machen. Ich habe zwar deinen Namen aus irgendeinem Grund schon vergessen, aber ich bin alt. Ich bin der Hendrik. Ach, Hendrik, ja, stimmt. Harry, ja. Da war ja was. Mike. Hendrik, nicht Mike, nicht Harry, Hendrik. Ist ja gut, Olaf. Okay, ich glaube, das... Haben Sie Demenz oder so? Wie bitte? Okay. Sie haben was an den Ohren, gell? Nein. Dann die Demenz. Könnte sein. Ich hab... Ach ja. Ich hab da was zu Hause liegen lassen. Vergessen. Irgendwelche Tabletten. Oh je. Und jetzt sind wir schon auf dem Highway. Ja, oh, schönes Wetter heute. Ja, Sie müssen, glaube ich, einmal aussteigen. Scheiße. Ja? Oder ich. Wir fallen nämlich gerade hier durch die Matrix. Warum auch immer. Ja, schön. Ja, ich hab doch zu Morpheus gesagt, ich nehme die rote Pille. Ich bleib... Nee, die blaue. Ich wollte in der Matrix bleiben. So rum. Ich wollte auch lieber eine Batterie sein. Ja. Was? Batterie? Ja, das... In der Matrix sind ja die Menschen, weil sie auf einer Farm sind, um die Energie abzusaugen, um sie in Batterien zu verwandeln. Stimmt. Ja. Aber jetzt steig ich mal aus. Ich hoffe, ich überleb's. Na dann. Hui! Au! Oi. Hallo! Alles in Ordnung? Ja, ich hab nur eine Tür verloren. Ja, Mann. Die
Uiuiui. Nee, ich muss noch ganz kurz stehen bleiben. Ich hatte gerade Angst. Ich hatte gerade Angst um mein fucking Leben. Ich war irgendwo im Nirgendwo und dann ist ein Fahrzeug auf mir gelandet. Ui, ui, ui. Ich kann nicht mehr. Ich trinke mal was. Ich trinke jetzt mal was. Ja. Heide Witzka. Na gut, weiter geht's. Weiter, ja. Es ist... Ich habe keine Worte für das, was passiert ist. Ehrlich. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Als hätte man das Licht gesehen. Aber es war nicht da. Ich habe schon die Englein singen hören. Also, sie wollten schon sagen, hier, Helmut, hier ist ein goldenes großes Tor, komm einfach rein, du wirst ja auch Medic. Und ich hätte es fast angenommen. Fast. Ui. Aber wir lenken jetzt mal am besten vom Thema ab und ich mache mal ein bisschen Musik wieder an. Ja. Ja. Wieder ein bisschen. Es ist wieder der Paul. Der Paul. Ja, jetzt kommt nochmal der Paul. Der Paul Kalkfratze. Der Paul, der klingt gut, ja. Nein, das singt. Ah, nein, Paul! Oh. Paul! Paul! Oh. Ich steig mal eben aus. Drücken Sie mir den Daumen. Ja. Das ist wie so eine Reise ins Weltall irgendwie. Ich wollte nie ich wollte nie Astronaut werden. Ich heb ab. Ja, na dann. Nichts hält mich am Boden. Tüdelü. Hoch. Helmut. Ja, da bin ich wieder. Da bist du wieder. Oh, Mann, Mann, Mann. Also, wir haben es fast geschafft. 800 Meter. 800 ja. Meter. Ich glaube, wenn ich mich verfahren habe, ich raste aus. Da leuchtet man doch hier hinten irgendwo. Dachte ich, zumindest. Ich war lange nicht mehr da. Ich war mit 26 da. Das ist vor 40 Jahren gewesen. Ich bin ja 66. Uiuiui. Also, wir sind da und er ist nicht da. Wo ist der Leuchtturm? Warum ist hier ein riesengroßes Loch? Wo ist das Wasser? Oh, vorsichtig. Oh Gott, wo sind wir? Sollen wir vielleicht mal aussteigen und auf den Berg laufen? Ja, warum laufen? Wir haben ein Fahrzeug. Ja, aber das... Ich fahre jetzt hier wieder raus, ja. Das schafft das. Das ist wie so ein Feldweg. Das geht noch mit dem Ding. Ja, das ist gut. Mann, wo ist dieser Leuchtturm? Ich guck mal eben auf der Karte. Gucken ich hab Sie ja mal. Nämlich in meinem Handschuhfach habe ich eine kleine Karte. Und da, guck, da könnte auch hier sein. Nee. Hier ist er, genau, ich erkenne die Straße, genau. Mann! Ich habe mich total verfahren. Noch 4 Kilometer. Ui, 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 ist ja doch noch ein ganzes Stück. Ja, Heidewitzkei, leck mich doch am Arsch. Na, ich schnell mich mal wieder an. Aber ich muss sie auch noch vormachen, da sie ja wie gesagt frisch angereist sind, ne? Ja. Nicht jeder Bürger hier in diesem Stadtteil oder in dieser Stadt, ne, ist so nett wie ich. Ich meine, manche, die haben wirklich böse Waffen und die würden wahrscheinlich diese Waffen auf sie richten. Also ich persönlich möchte ihnen jetzt keine Angst machen, ne? Ich werde nie irgendwas tun, aber es gibt wirklich Raudis hier, die könnten sie vielleicht einfach so überfahren, ohne dass sie denen was getan haben. Kommt immer mal vor, dass da so ein kleiner Psychopath unterwegs ist. Oder einfach mal eine Waffe benutzt, ohne dass sie irgendwas gesagt haben oder getan haben.
Aber, wie gesagt, Psychopathen gibt's überall. Kleine gestörte Menschen. Das können wir sofort melden, ne? Sollte mir was passieren, kann ich dich ja anrufen. Das geht auch, ja. Ich meine, ich möchte ja nur vorwarnen, oder dich, ich dachte schon wieder, sie, das ist diese allgemeine Höflichkeit in mir. Ja. Also, ich möchte ja nur vorwarnen, weil, ne, nicht, dass du heute Nachmittag wiederkommst, wirst vielleicht gerade umgemäht und dann bist du komplett, ne, ja, erschreckt oder keine Ahnung und willst dann gleich wieder wegfliegen, ne? Das war nicht so schön, da wäre ich traurig. So schnell verschreckt mich, glaube ich, nix. Super, super. Jetzt gefällt mir. Du bist ein knallharter Typ, bist du. Ja. Sonst hätte ich es nicht bis hier geschafft. Aha. Boah, ich finde das nicht so schön. Der schreit so toll. Yeah! I'm not the same. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Was? Jetzt kam da bei dem Lied Werbung! So ein Scheiß! Was ist denn los? Diese Zwischeneinschaltung der Werbung. Ja. Mitten im Lied, da hat sich die Radiosender was Tolles ausgedacht. Ja, ich frage mich, wer dahinter klemmt, so ein Typ. Die haben bestimmt Radio keine Lizenz. Bleib im Kopf. Schon wieder! Ach, ich mach jetzt die Scheiße aus. Die haben bestimmt keine Lizenz. Ja. Und dann müssen sie immer irgendwas abspielen, damit es sich verfälscht anhört. Anscheinend, anscheinend. Oh. Was haben jetzt ein aber Ausblick. Ja, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Ja? Wollen Sie erst die gute wissen oder die schlechte? Wenn wir erst mit der schlechten anfangen, könnte die gute Nachricht das alles wieder rausreißen, ne? Ja, dann fangen Sie mit der schlechten an. Na, dann kommen Sie mal mit. Sehen Sie das? Wie mein Fahrzeug hier dampft. Ja. Das, ne? Sie kennen dieses Zeichen vorhin an der Tankstelle mit Ihrem Fahrzeug. Vorne aber auch der Motor. Ja, ich glaube, wir sind jetzt hier gestrandet. An einem Strandhaus. Neben dem Leuchtturm. Das war ja mal gar keine Absicht. Ne? Wir sind ganz allein. Vielleicht können wir das Haus einnehmen. Aber die gute Nachricht ist, kommen Sie mit. Machen Sie die Augen zu. Okay. Ich nehme sie an der Hand. Okay. Ja. So. Augen zu, ne? Nicht lunzen. Ja, ich hab die Augen zu. Okay. Ich guck nicht. Super. Na. Anzünden. Genau, genau. Halten Sie sich gut an mir fest. Es sind noch ein paar Stufen. Oh. Alles gut, alles gut. Weit ist es nicht mehr. Haben Sie fast geschafft. Hier geht's sehr tief runter. Oh. Ja, aber alles gut. Alles gut. Alles gut. So, folgen Sie mir. Folgen Sie mir. Und halt. Stopp. Jetzt schauen Sie. Warte, ich drehe mal Ihren Kopf so ein bisschen. Nach da. So. Und jetzt Augen aufmachen. Schauen Sie mal. Ui. Das ist die gute Nachricht. Das ist doch mal wunderschön. Ui. Das sieht toll aus. Und wenn wir jetzt unseren Blick so leicht nach rechts drehen. Jetzt hier. Der Leuchtturm. Und eine Welle, ja. Die perfekte Welle. Das ist der perfekte Tag. Ganz schön große Wellen. Ja. Na, hat sich doch gelohnt, oder? Herzukommen. Ja, da muss ich mal ganz schnell ein Foto machen. Ja.
Also wissen Sie was? Ich kann einfach nicht widerstehen. Ich muss jetzt hier das hier machen. Und das hier. Und das hier. Schuhe aus. Und reinspringen. Juhu. Oh. Ui, das war schön. Und nochmal. Ach du meine. Ach du meine. Ui. Das tut also, gut, das Wasser. Ja. Oh. Jetzt bin ich abgekühlt. Aber ich habe gemerkt, ich kann gar nicht mehr so lange die Luft anhalten wie früher. Das liegt am Rauchen. Oh, die Welle, die war ja mal verrückt. Oh. Oh, da kommt noch eine. Oh nein! Monsterwelle! Oh nein! Oh, Welle! Oh. Ui! Oh. Oh, wir können ja mal zu dem Leuchtturm rüberschwimmen. Ja, können wir machen. Ja. Und los. Eins und zwei und eins und zwei. Oh. Ich hätte vielleicht die Sonnenbrille mal ablegen sollen. Das ist doch eine Taucherbrille, oder nicht? Ja, aushalten tut sich. Den schönen Leuchtturm. Ja. Hier würde ich gerne wohnen. Ja. Wie so ein Einsiedlerkrebs, so ganz allein, so abseits von allem, ne? Und meine Ruhe, meine letzten Tage genießen. Ja. In den Sonnenaufgang schauen. Vielleicht hier noch einen kleinen Schaukelstuhl hinsetzen. Mich dann so reinsetzen, so. Ne, da ich täusche mal vor, noch hab ich ja ein paar Jahre so. Hier, ne? Gemütlich den Kaffee trinken. Mhm. Sie haben mehr noch als paar Jahre. Ja, deswegen bin ich auch noch ein bisschen sportlich. Und dann mache ich irgendwann diesen hier. Schauen Sie. In meinem Schaukelstuhl setze ich mich dann hin. Ja. Und schaue der Sonne zu und den Wellen. Den Wellen. Den Wellen. Sehr schöner Ausblick. Ja. Aber ich würde jetzt mal wieder rüberschwimmen. Ja. Ja. Denn ich habe gemerkt, bei meinem Handy, die Kamera, der Speicher ist voll. Oh. Das Gerät, das Handy, ich gucke mal eben nach. Oh Gott, das ja schon seit einer Stunde. Seit einer Stunde am Laufen. Ich meine, ich hätte nicht gedacht, dass ich da jetzt noch sowas hinkriege, ne? Ich habe sie ja echt spontan getroffen. Und das ist so viel mit mir. Ne, Unternehmen. In der Früh, ne, also. Ist ja unglaublich. Ja, sie was ein netter Mann. So ist Dankeschön. Es nicht. Manche sagen auch gut aussehend, was? Abstreiten kann ich's nicht, zugeben aber auch nicht. Ja. Ja. So, also ich würde jetzt noch mal eben zum Haus gehen. Da noch, noch mal runterlunzen von da oben. Und dann mach ich mal mein Handy aus. Ja. Das ist schon viel zu viel. Viel zu viel. Eigentlich nehme ich immer nur so 15 Minuten auf, so. Oh. Damit die Leute nicht so, also damit ich dann beim immer hinterher gucken so einschlafe, wenn das zu lange dauert. Ja, wenn es zu lang dauert, ist man ja noch zu sehr abgelenkt. Ja. Na dann. Mach's gut, du schöner Leuchtturm. Tüdelü.